Ja, da sind wir wieder. Wir sehen schon die nächste Mission, die wir hier in Angriff nehmen wollen, und zwar die Polizeiakademie. Wir werden uns mal kurz den Text dazu aufrufen. Wir empfangen ein Transpondersignal von einem Agenten der ersten Welle, und zwar aus dem Hauptgebäude der New Yorker Polizeiakademie. Wenn wir ein Shaytech-Signal hören, gehen wir dem nach. Und wenn der zugehörige Agent noch lebt, ist das ein netter Bonus. Natürlich ist Letzteres unwahrscheinlich. Aber wenn Sie herausfinden, wie diese Technik dorthin kam und was mit dem Agenten passierte, werden wir hoffentlich verstehen, was schiefgegangen ist. Jo, also wir haben da irgendeine Technik, die wir da uns angucken sollen, und ein Signal von einem Agenten. Mal gucken, ob wir den noch retten können oder was uns da erwartet. Wir werden sehen. Wir sind mittlerweile bei Level 16. Ich habe meine Hauptwaffe jetzt schon wieder gewechselt, weil wir was Besseres gefunden haben. Und kaufen darf ich mir ja nichts, hat Felix gesagt. Ich muss mein Geld aufheben, hat er gesagt. Und ja, nicht sinnlos wie ein kleiner Jugendlicher in den Zeitungskiosk rennen und 3 Gummibärschlangen kaufen. Genau. Am Ausrüstungsstand. Deswegen machen wir das jetzt. Felix hat auf schwer gestellt, weil wir krass sind und so. Wir empfangen ein Signal aus der Akademie. Shade Tech von einem Agenten der ersten Welle. Der Transponder sendet noch. Aber was soll Shade Tech sein? Frage ich mich gerade. Das sind die Uhren, die wir umhaben. Die sind von Shade Tech? Naja, oder die nennen sich Shade Tech oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es eine Division-Uhr, die wir jetzt gleich finden werden. Also gehe ich von aus, dass die so heißen. Da ist sie, du kannst ja mal da. Hui, die sieht aber cool aus. Von dem Agenten. Von irgendeinem Agenten aus der ersten Welle, ja, wurde ja gesagt. Feinde im Anmarsch. Oh, wo? Von vorn? Von hinten? Von links? Ui, und jetzt, wie man übrigens sieht, für dich wahrscheinlich neu diese Feindart. Ja. Das sind was? Das ist die MLB. MLB? Ja. Ist das eine Band, eine neue Mädchenband? Kann man so sagen ungefähr, ja. Weil schießen sie alle so. Die Spice Girls? Nein, das ist eine private Militärfirma, die angeheuert wurde, um New York nochmal zu schützen. Also so ein bisschen wie bei Call of Duty Modern Warfare. Kann sein, halt. Modern Warfare 2, da war ja auch eine private Firma. Ja, gibt ja überall private Militärfirmen, ob bei am A-Team ist, im Film oder diese ganzen Militärfirmen. Hin oder her, jedenfalls wurden die zum Schutz von New York hier von Manhattan abgestellt und. Aber als das dann abgeriegelt wurde, Manhattan hat sich die Kommandoführung der MLB dazu entschieden, die Leute hier drinnen zu lassen. Das fanden die ganzen gut ausgebildeten Söldner gar nicht so gut. Und da haben sie sich einfach mal selbstständig gemacht. Hast du die aufgemacht? Nö. Ich glaube, da ist noch was drin, oder? Keine Ahnung. Ja, zeig doch. Felix rennt wieder vorbei, ist klar. Ja, ich brauch den ganzen Crap hier nicht. Brauch den Shit nicht. Meine Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Das interessiert mich jetzt mal. Hier ist auch noch ein. Achso. Wenn du jetzt Zeug einsammelst in deinem zweiten Char, also Werkzeug und so ein Piss, hast du das dann auch nur auf. Ist hier Trend? Ja, meine Tasche ist in dem Fall hier Trend. Und eins, was zusammen ist, accountübergreifend, sind, was später sehr wichtig ist, sind die Phoenix Credits. Die sind übergreifend. Demzufolge ist es sinnvoll, wenn man zwei Chars hat, weil jetzt kommt's. Was nicht übergreifend sind die Dailies. Da kannst du quasi, je mehr Chars du hast, desto mehr. Genau, also kann ich doppelt Phoenix Credits am Tag holen, was natürlich enorm gut ist. Ne? Also je mehr du hast, desto mehr Phoenix Credits kannst du quasi am Tag farmen. Theoretisch ja, genau. Praktisch auch natürlich. Ne? Und warte, es gibt so ein, was ich noch gehört habe zum Beispiel, du kannst. Theoretisch könntest du, weil du hast ja sehr begrenzten Aufbewahrungsplatz. Boah, Alter, warum sind die so krass? Warte mal. Ja, weil es schwer ist und wir jetzt. Der da hinten trifft mich dauernd. Ja. Oh je, hi, teuer, wir sind in einer Aufnahme. Dass du dich nicht wunderst. Oh, ach, sorry. Nein, es macht nichts. Oh, sorry, ist kein Problem. Schwarz gerne mit. Ja, du kannst gerne bleiben. Wenn du dich fachlich gut auskennst, sind Gäste mit Know-how immer gern willkommen. Ja. Du bist der. Er möchte nicht mehr. Teuer. So, teuer. Doch, du musst ja dich vorstellen. Ist das Spiel auch mit dir teuer? Manchmal ist es sehr teuer. Oder bist du billig zu haben?
Mal so, mal so. Nee, mal so, mal so. Ja, du bist doch der, mit Felix immer seine, seine Runden dreht, ne? Ja, wir haben Division immer zusammen, genau, richtig. Genau, siehst du, da habe ich doch auch schon gehört von. Irgendwie waren die hier, war das gerade eine Kiste, oder? Wie blöde? Hier ist doch irgendwas gewesen. War hier nicht irgendwas? Ja, ich wollte auf jeden Fall nicht reinplatzen. Dietrich Set. Was bringt mir das jetzt? Geil, eine Kiste. Ja, nicht hier ist eine, ich hab eine coole Weste gefunden, Felix. Vielleicht ist für dich hier auch noch was. Hier ist eine Waffenkiste gewesen. Wo seid ihr genau? Was macht ihr genau? Wir machen Polizeiakademie gerade. Genau, Polizeiakademie mit den 16er-Chars, kleinen Chars, weißt du. Die ganz kleinen, okay. Die aus dem Kindergarten. Genau, und ich war gerade dabei zu erzählen, wozu es sinnvoll wäre, denn doch einen zweiten Char zu machen. Ja, ja. Und unter anderem halt die Phoenix-Credits, da die sich den, Sag mal. Mir war gerade danach. Dass die sich halt accountübergreifend teilen. Demzufolge kannst du halt zweimal die Daddies machen. Tot interessiert. Oh, das ist, nee, der teuer ist auch. Aha, okay. Das ist normal. Ja. Erzähl weiter. Komm jetzt hoch hier, du Affe. Ich bin noch hinter dir, ist aber 1 Zentimeter. Oh Gott. Du kannst natürlich, was auch super ist, dein zweiter Account, wenn du jetzt nicht unbedingt mit dem spielst, kannst du den als Bank nehmen, weil dein Bankplatz ja generell begrenzt ist. Du hast ja nur 40 Bankplätze, die sich auch noch alle Charaktere teilen, weil die gucken. Wie, was meinst du mit Bankplätzen? Na, dein Lager. Ich hab's jetzt Bank genannt, weil in jedem MMORPG es eine Bank ist. Hier ist es ein Lager. Die Kiste. Die Truhe in der Hauptbase. Ach so, da, ich hab jetzt überlegt gerade, da wo auch quasi das Zeug drin kommt von der Dark Zone. Loot. Ja, genau, richtig. Da hab ich glaube 30 Plätze, oder kann man das da weiter nochmal? Nee, das ist dein Dark Loot. Dein Dark Zone Loot ist 30, dein Standard Loot, sind 40. Für den du aufbewahren kannst, weiß ich, wenn du irgendwas aufhebelst. Keine Ahnung. Ja, okay. Ist 40. Und theoretisch könntest du aber dem anderen Char, wenn der nur rumsteht und nicht groß was macht, kannst du dem ja Zeug ins Inventar packen. Hast ja nochmal 50 extra Plätze. Wie, du kannst quasi selber bestimmen, wo das hingeht? Also die, wie so ein Postfach bei WoW, oder wie verstehe ich das jetzt? Nee. Das ist halt einfach eine Truhe, wie bei mit Diablo kannst du es vergleichen. Oh fuck, von woher wurde ich denn jetzt gerade getroffen? Von der Seite vielleicht. Nein, das kannst du mit Diablo vergleichen, die Truhe. Da gibt's ja auch so eine Truhe, auf die alle zugreifen können. Und das wird denn dazu addiert oder wie zu deiner Truhe? Meinst du das doch? Ich hätte so ganz halt das nicht verstanden. Weil ich hab doch, jeder Charakter hat doch seine eigene Truhe, oder nicht? Nein, es ist eine übergreifende, es ist eine Account-Truhe. Außer ja, die mit dem Dark Zone. Das halt würde doch aber auch bedeuten, dass wenn ich zwei Charaktere habe, dass die dann 80 Plätze hat. Nein, ist das eben richtig? Nicht. Das ist ja das Problem. Das ist leider nicht so. Aber du, das ist doch dann der Nachteil und kein Vorteil. Ja, ist, naja, nein, das ist der Nachteil. Der Vorteil ist aber, dass du deinem Charakter das einfach in die Tasche packen kannst. Ach so, jetzt habe ich, ich dachte, du meinst, weil du sagtest, wenn der rumsteht, kann man den als Bank nehmen. Ja, den Charakter, weißt du? Ach so, ja, jetzt hat es Klick gemacht. Ich dachte, du meintest die Truhe bei dem, weißt du, dass du das ihm rüberschickst und der dass es da drin rumgammelt denn. Nein, die Truhe ist leider Account gebunden. Jetzt hat's Klick gemacht bei mir. Sehr gut, jetzt hat mein Verstand deine Worte im Kopf ordnen können und daraus einen sinnvollen Kontext erstellen können. Sehr gut. Ja, und was natürlich nicht schlecht ist, du kannst mit dem anderen Charakter natürlich in der Dark Zone einfach mal alles machen, was du willst. Weil der Dark Zone-Rang ist ja da scheißegal. Theoretisch. Praktisch auch. Meinst du, wir kommen jetzt gleich in einem Raum, wo denn so eine Blue Oyster Musik kommt. Das wäre witzig, zumal nehmen ja gerade zu Ostern auf und pünktlich zu Ostern auf, wieder Police Academy kommt auf Kabel 1. Ja, ich überlege, ob ich jetzt einfach unter dieses Video diese Blue Oyster Musik reinklane. Na bitte. Und dann einfach diese Musik gerade jetzt hier läuft und es total lustig klingt. Oh, hörst du? Mega lustig. Das wird dann direkt einen Content-Claim geben, halt bitte für. Oh, Shotgun. Ich rette dich, Felix! Die sind zu fokussen? War, als ob. Nur weil die jetzt vor einem stehen und massiv Schaden machen, warum sollte ich den fokussen? Du hast vollkommen recht. Du hast jetzt völlig den Unsinn schon wieder. Fokus ist generell schwach. Wird er überbewertet. Keiner muss fokussen. Burn, Motherfucker, burn. Boah, einfach brennt, voll ja. Dauerfeuer ins Gesicht. Da brennt er.
Pass auf, da kommen gleich welche aus der Tür, wo du gleich daneben stehst, ne? Was Tür? Was? Welche Tür? Oh, von hinten? Hinter uns sind noch welche? Nee, das wird falsch angezeigt. Aber das Tür ist ja, noch kommt rot. Trotzdem keiner von hinten an. Ich hab Angst, wenn da rot ist, ist das rot. Du hast überall Angst, immer. Das stimmt eigentlich. Ah, überall stehen diese Funkgeräte und Rechner am Weg. So ein Scheiß, ey. Zum Kotzen. Das ist Hightech. Polizei-Hightech. Ach, aus Erfahrung kann ich dir sagen, sowas existiert nicht. Deshalb sitzt ja auch hier höhere Monitore. Nee. Bitte nicht. Die haben sich ein Beispiel als Original genommen. Da war er hin. Da geht er hin. Da kommt noch eine Welle, ne? Kommt da ein Boss irgendwie? Jetzt kommt Gelbe bei Gold. Na, oh, schnell zurück. Gelbe. Ich mag Gelbe nicht. Sind alle Gelbe. Oh Gott. Ja, der normale ist schon tot. Stehen alle links jetzt. Ach du Scheiße. Jetzt stürmen die hier meine Seite. Wo einer ist tot? Nur noch der Dicke, ne? Das ist der letzte, ja? Ja, anscheinend. Stirb! Hast danke. Schon flankiert. Oh, ist immer noch rot hinter uns. Das macht mir einfach Angst. Ja, tut mir leid, aber macht mir einfach Angst. Hier ist eine Munitionskiste, komm mal her. Wo? Geht du gleich weiter. Hier ist ein Schränkchen, wir öffnen es. Was finden wir dort? Nichts, alles voll. Munition. Munition ist auch immer gern gesehen. Oh, jetzt habe ich einen Ohrwurm von diesem Scheißlied. Aber die älteren Police Academy Teile, die sind nicht so lustig. Die ersten sind mega lustig. Ja, die erste. Mit Hoax und Hightower und... Hightower, rest in peace. Ist der schon tot, ja? Ja, ja. Ja gut, wie alt ist denn die Aufnahme, also... Und ja. Gerade so eine große, wachsenden Menschen, die leben noch nie lange. Ja, ist mach ja mal so. Dein Echo da. Aktiviert. Zuschauer, sehr interessant. So, du hattest eine Chance für mich zu arbeiten und hast beschlossen, mir in den Rücken zu fallen. Identität unbekannt. Dort sieht man Echos immer sehr gut, wird aber auch gleich erklärt, warum das hier so... Du schlecht zu sehen den ist. Mann mit der Waffe. Ich würde sagen, du bist verrückt. Ich fühle mich eigentlich ganz vernünftig. Sind alle tot. Moment, ich habe da noch was zu erledigen. Ich bin sofort. Oh, jetzt hält mich erschrocken. Oh, jetzt geht's hier hinter uns weiter. Division-Agenten als Verräter, die sich gegenseitig umbringen? Das... Nein, das gibt's nicht. Okay, Konzentration. Die Shade-Tag, die das Echo erzeugt, wurde gehackt. Die Identität des Agenten ist unleserlich. Wenn es bei Ihnen einen Sicherheitsraum gibt, kommen wir vielleicht an Sie heran. Wenn Sie die Überwachungsvideos nicht gelöscht haben und ich sie hochladen kann. Die haben das Echo manipuliert? Ja, weil du hast ja mitgekriegt, vielleicht hast du es mitgekriegt, dass das ein Division-Agent war, der die anderen... Ja, der die erschossen hat. Das kann sie nicht glauben. Genau, und der hat das halt manipuliert, dass der nicht zu erkennen ist. Lade archivierte Sicherheitsdaten herunter. Weil wie man schon weil er entweder kein Agent ist oder weil er. Naja, der wird schon Agent sein, aber wie man mitbekommt, sind die halt viele übergelaufen. Die Tür jetzt hier auf, oder? Ja, genau, du bleibst da sitzen. Man sieht, auf einmal da stehen ein paar Leute vor der Tür. Keine neue Stationzone? Da krieg ich auch immer Angst. Beeilung, Sie sind nicht mehr allein. Download abgeschlossen. Download abgeschlossen. Wie upload. Ich sehe, dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind, aber sie reagieren nicht auf meine Rufe. Das gefällt mir nicht. Bin ich zu weit vorne jetzt eigentlich? Was? Nein. Du musst halt nur direkt. Ja. Okay, das war eine super Idee. Felix? Ich bin tot. Ja. Du etwa tot? Ja. Krieg in Sicherheit. Ich bin ganz tot. Toter als tot? Hier steht, warte auf Wiederbelebung. Und ich denke, das wirst du nicht schaffen.
Oder? Chill doch mal. Kranker Typ, kranker Typ. Schrotflinte? Ne, was hat denn der? MG. Der hier vorne hat eine Schrotflinte, ja, der ist ganz schön böse. Belebst du mich jetzt gerade wieder? Ja. Echt, so weit geht es? Und da kommt ein Typ. Oh Gott, oh Gott. Da hab auch ein bisschen Angst. Jetzt schießt er, aber. Deckt sie weiter kräftig ein. Danke dir! Oh Gott, bin ich schon fast wieder gestorben. Tobi, alleine kann man jetzt nicht machen. Kann man schon, aber. Kriege ich denn eigentlich noch Erfahrungspunkte? Du verlierst gar nichts. Nein, nein. Ich meine, wenn ich tot bin und du spielst weiter? Achso, ja, obwohl ich das vorhin so, kam mir so vor, als ob ich keine bekommen habe. Also das könnte allerdings erklären, warum ich den Vorsprung hatte. Nee, man muss aber dazu sagen, ich habe diese Mission auch schon gemacht gehabt, ne? Deshalb kann es auch einfach daran liegen, dass ich deshalb bin, ja, ui, das ist ein Scharfschütze so. Wir müssen mehr Scharfschützen nehmen. Weg ist er. Da oben ist ein Goldener. Der kommt jetzt runter. Jetzt langsam. Muss mal grad. Hast du deine Lebensbox? Dann stell die mal bitte. Da ist der Boss. Der Ene. Achso, da ist ja nur einer Boss. Ja. Ui, da siehst du übrigens, dass dieser Boss ein ehemaliger Division-Agent ist, weil der Division-Fähigkeiten einsetzt. Da siehst du gerade in. Die Schütze, ja, okay. Und jetzt kommt auf sie zu, das ist so eine Superbombe, die wir auch haben. Mine. Also, können genau, wir durch die Supermine, Fenster schießen, ja, hier? Nee, ne? Nee, durch die nicht. Oben ist noch eine Scharfschütze. Alter, macht ja einen schönen Schaden hier, der Kollege. Ja, ich weiß, ich muss auch recht. Gehackt, der hackt halt unsere Schütze, pass auf. Schießen die gegen uns denn, oder was? Ja, heb mich mal, warte, ich komm zu dir hinterher. Komm, ihr krochen, Weib! Siehst du, so sind sie, die Frauen. Komm immer, wie will man. Na, Alter, halt er mal gedrückt. Einer, Junge. Wo denn? Bist du jetzt tot? Wie, jetzt lebst du wieder? Du hast ihn ja belebt. Ja, ich hab da gar keine Anzeige wirklich gehabt. Die ist bei mir, das ist ein Kreis, der ist um mich herum. Ja, aber so ich hab Kreis, da nicht gesehen. Der läuft ab. Ja, ist ja nicht schlimm. Wenn der ablaufen ist, bist du ganz tot. Und wenn du aufhören wirst, füllt er sich halt grün. So, jetzt die Frage, warum ist der Agent abtrünnig geworden? Ja, weil sie keinen Bock mehr haben. EMP-Granate? Sowas hat der? Aber ich habe Brandgranaten. So, das war's. Brauchen wir gar nicht mehr. Ihre Erkenntnisse sind erschütternd. Alter, wie viel Erfahrung gehabt denn? Richtig viel, du bist jetzt 17 geworden, ich bin auch ganz. Ich bin knapp kurz vor 17, das ist eine. Ein paar Kills. Hier ist Loot in dem drinnen. Wir haben einiges an Aufmerksamkeit erregt. Alte Scheiße. Stuff. Ja. Ich bin 17, über Hälfte 17. Ja, Mensch. Oh, was? Oh, ich bin gerade erschrocken, weil du schon wieder Kacke machst. Ey, das verletzt mich. Ui, dafür sterben. Ja, nee, doch nicht. Was tust du? Ja, das gibt's war's. Gibt's hier unten noch versteckte Sachen? Nee, da sind wir reingegangen. Aber hier ist noch eine Truhe, dann füllen wir mal auf. Gucke mal, ich hab jetzt, glaube ich, irgendwie besseren Stuff gerade gekriegt, glaube ich. Oder? Waffentechnisch? Nee, Quatsch. Ja, ich geh erstmal zurück in die Operationsbasis. What the fuck? Gar nicht ausbauen. Der Rucksack ist ja mega krank. Scheiße, das werden Sie nie glauben. Der Typ ist noch nihilistischer als ich. Mr. Im Kampf nicht möglich. Zeigen Sie einfach dem Agenten das Material und lassen Sie es ihn selbst bewerten, okay? Aber es stimmt, das ist der Hammer. Wir nehmen mal den hier raus, den jetzt rein. Dann haben wir hier nämlich einen Waffenmodplatz. Genau. Eieiei, krasses Ding. So, die ist nicht besser. Ich hab eine dicke AK bekommen. Dicke AK? Ja. Mein Handschuh, der ist schlechter. Knieschoner. Hartschuh. Nochmal Hartschuh. Ah, Entschuldigung. Gesundheit. Oh.
Gut. Würde sagen, oder ist hier noch was Kleines, was wir machen können? Nee. Wollen wir den Kampf hier noch machen? Hier. Links oder rechts? Ja, können wir noch machen. Den hier? Den machen wir noch. Dann machen wir den noch schnell. Wir haben ja noch ein, zwei Minuten übrig. Dann machen wir den noch schnell. Können wir noch zeigen. Oh, schwer ist hier. Nein, nein, das ist, der andere Seite des Eingangs von dem. Wenn ich das jetzt. Wenn ich das jetzt hier zu krass ist. Level 18? Na ja, doch, schon ziemlich krass. Boah, nee, was war denn das für ein Sprung gerade? Das sah gerade richtig lustig aus. Was ist denn hier los? Ach, ich sehe schon, das muss wieder meine Schnippe richten. Oh, da kommt JTF. Na komm hoch. So, der ist hin. Das ist eine Granate, ist ja wohl nicht wahr. Ach, tot. Hallo? Schlüssel. Der Schlüssel ist da bei dir drin in der Wohnung, glaube ich. Ich gehe. Ja. Ich hab einen Schlüssel. Hier sind aber auch Schränke. Dann mach mal auf hier. Da ist ein Sluchi drin. Ah gut, du hast den Schlüssel. Ich mach die Geisel auf. Sehr gut, so läuft das. Schicker Wild Sneaker. Klamotten. Bin ich auch Level 17. Kühlschrank haben wir, nichts. Anscheinend. Ja, sehr schön. Gut. Dann, ich weiß gar nicht, was ist das nächste Level 18, die nächste Mission? Wisst ihr, immer zwei Level Unterschied pro Haupt, also sind das quasi ja, genau, 15 Hauptmissionen? Unten rechts ist noch eine 18er Mission, dann geht's weiter mit 20. Gut, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zur 18er Mission, da müssen wir ja nicht mehr viel machen denn zum Leveln. Und genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, tschüss.